angerufen. Das war zweimal war es eine Versicherung in Hamburg. Und am dritten Mal hatte ich einen Italiener an der Strippe. Und das dann? War der denn. Und da hat er, ja, ich sage so und so, ja, sagt er, das ist ja eine alte. Soll ich es aussprechen? Ja, mal versuchen. Nutte. Ja, und was? Und warum meint er, das wäre denn so eine Dame? Ja, das weiß ich nicht. Er hat mich auch eingeladen. Ich bin schön. Ja, in Altona. Ja gut, aber Manfred, jetzt ist es ja so, du hast dir ja tatsächlich eine Geschlechtskrankheit eingehandelt. Ja, ja, wie kann das war das ja auch da, denn, nicht? Also das war ja, wo sie denn in Hamburg war. Danach? Also ja. Und als du ihr das gesagt hast, wie hat sie denn darauf reagiert? Nach dem 23. April. Da hatte ich es mit mal so Ausschlag am Penis. Ja. Ich denke, liebe Zeit, was ist das? Ja, und da Ausschlag. Sagt sie, ja, ich habe mich schon beim Frauenarzt angemeldet. Das habe ich mir von einer schmutzigen Toilette geholt. Und dann habe ich mal später, also da hat er uns so eine Salbe verschrieben. Ja, ja, das ist ja auch dann alles innerhalb weggegangen. Von drei ja. Tagen weg. Ja, 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 aber... Und jetzt nach all dem ganzen Manfred, was möchtest du denn von ihr? Ich möchte sie behalten. Ich liebe sie trotz allem. Trotz allem? Ja. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was das für eine Frau ist. Du bist, wenn wir ins Bett gegangen, trotzdem mit den Italienern im Bett warst. Also das finde ich unmöglich. Das stimmt ist nicht unmöglich. Das sind Tatsachen. Trotz alledem möchte sie jetzt keine Beziehung mehr mit dir haben, Manfred. Nein. Kannst du das akzeptieren? Nein. Oh. Er akzeptiert es nicht und wollen wir nicht weiter. Was machen wir denn da? Was denn? Was machen wir denn da? Weiß ich nicht. Ja, aber sowas muss man, wenn du sagst, du liebst diese Frau, dann muss man so etwas respektieren. Da darfst du nicht nur an dich denken, da musst du auch an sie denken. Hm. Ich will die Frau wieder haben. Ja, aber das Leben heißt, ich wünsche dir was. Man kann sich nicht alles wünschen. Hat er schon wieder 9? Nein, das ist doch nicht wahr. Denn ich hab's ja angeschmiert. Da habe ich eine Anzeige in der Zeitung gesetzt, auch mir drauf geschrieben. Und darum weiß ich auch, dass er immer noch Männer schreibt. Ich schreibe ab und zu auf Annoncen, das bestreite ich ja auch. Jede Menge. Du möchtest sie ja trotzdem zurückhaben. Das ist ja auch mein Recht, irgendwo hinzuschreiben. Ja, aber ich kann nur dazu sagen, du müsstest das schon irgendwann akzeptieren oder du in aller Deutlichkeit ihm das nochmal ausdrücken. Jedenfalls bedanke ich mich an dieser Stelle, dass ihr meine Gäste wart. Danke. Ivonna verrät Monika, dass deren Freund Volkan in ihre Freundin Huda verliebt ist. Ein Riesendurcheinander. Und die alte Frauenfrage, warum kann man eigentlich nicht den Freund der Freundin bimsen und trotzdem ihre beste Freundin bleiben? Oder wenigstens ihre schlechteste? Monika, ich trage seit 2 Monaten ein Geheimnis mit mir herum. Dein Freund Volkan treibt ein falsches Spiel mit dir. Er hat mir erzählt, dass er eine andere liebt. Ich als deine beste Freundin muss dir heute die Wahrheit gestehen. Und das kriegst du seit 2 Monaten mit dir schon? Ich konnte es dir nicht sagen. Wieso nicht? Du warst so doll verliebt in ihn. Ach Quatsch, du hättest mir das doch sagen sollen. Ivona, ich wollte beste Freundin. Ich wollte es dir sagen, ich konnte es nicht. Hör auf. Es ging nicht. Und was für ein Spiel spielt er jetzt mit mir? Der ist in eine andere verliebt. Wer ist denn dieses Mädchen? Ich fasse es nicht, ich glaube es nicht. Du als meine Freundin, trotzdem Huda, mein Gott. Ja, es tut mir zu leid. Ich habe nichts mit ihm gehabt. Ja, Es sind nur Gefühle da. Was soll ich dann machen, Monika? Ja, du hättest es mir vielleicht gleich sagen sollen. Ja, ich hatte Angst um unsere Freundschaft. Wieso habt ihr alle Angst? Hallo, beiß dich. Ja, weil du mir was bedeutest. Das ist das. Wenn du mir egal warst, hätte ich ihn ja schon lange nehmen können. Ey, was für ein Spinner bist du denn? Du musst nicht so viel labern. Du ich? Da hinten, Ivona, du. Ich hab dein Geheimnis gesagt und du machst so einen Scheiß, weißt du was? Wie lange kenne ich dich denn? Ja, und? Was ja, hier und? Was ich sag dein Geheimnis, Mann. Das kannst du für dich behalten. Ey, meine Freundin ist mir wichtiger als du. Glaub mir mal. Guck mal, ey, ich sag dir eins, Monika, habe ich mit dir rumgemacht, hab ich irgendwas gemacht? Ey, ich bin doch gar nicht fremdgegangen. Ich bin doch gar nicht fremdgegangen. Hab ich jemand Zwieback reingesteckt oder was? Hab ich irgendwas gemacht? Ich hab doch gar nichts gemacht, ey. Ach, was labert die denn, Mann? Hab ich mich irgendwie an sie rangemacht oder so? Du hast dich nicht an sie rangemacht. Ich hab das nicht respektiert. Aber gewissenmäßig bist du bei ihr, nicht bei mir, Volkan. Das reicht total. Ja, okay. Wieso hast du nicht mit mir Schluss gemacht? Du hättest mir sagen können, ey, Moni, sorry, weißt du was? Ich hab mich in Huda verliebt. Guck mal, oder du musst nicht mal den Namen sagen. Ich hab ja nicht die Nummer von Huda, weißt du? Ich hab ja nicht die Nummer.
Und wenn ich jetzt mit dir Schluss gemacht hätte, das hört sich scheiße an. Wenn ich jetzt mit dir Schluss gemacht hätte, dann wäre auch, ach so, jetzt dann wär auch der Kontakt zwischen uns beiden abgebrochen. Automatisch der Kontakt abgebrochen, ne? Ja. Ja. Dann wäre ja auch Bruder plötzlich weg, ne? Monika, ich muss dir heute etwas gestehen, aber ich hatte Angst davor. Ich möchte heute reinen Tisch machen, und zwar liebe ich deinen Freund Volkan. Dann schieß mal los. Ja, warte mal kurz. Wusstest du schon vorher, dass die was von mir wollte, dass sie mich süß fand? Ja, ja, guck mal, warum sagst du das nicht? Ach, soll ich dir sagen? Huda liebt dich. Mach mit Monika Schluss und geh mit Huda. Aber wenn du schon wusstest, dass sie was von mir wollte, warum hast du das nicht gesagt? Geht's dir noch gut? Ja, was hättest du auch sagen können? Ja, natürlich. Ich geh zu dir und sag jetzt, ey, ja, mach natürlich mal Schluss mit Monika. Ja, Huda, was von dir? Willst du ihn mir jetzt, Nein, ich hab doch gerade gesagt, verstehst du es denn nicht? Ich will gar nichts mit ihnen anfangen. Ich also Huda und Monika und Volkan, die Situation ist natürlich jetzt ein bisschen absurd. Ich möchte gar nicht mit ihm zusammen sein. Ich habe mich nur in ihn verliebt, aber die Freundschaft zu ihr ist mir wichtiger als irgendein Typ. Also, Männer findet man überall, okay, oder? Okay, ja, lasst uns das mal eben sortieren. Nee, Männer findet man hier. Halt mal, ihr Viererbande, jetzt ist erstmal Huda dran. Stopp. Halt mal die Straße, ich bin dran, okay? Was meinst du, Huda? Habe ich ihn dir jetzt weggenommen? Nein. Nein, hast du nicht. Okay, deine Beziehung ist aber da am Arsch. Willst du weiter mit ihm zusammenbleiben? Ja, dann bitte. Nein, schon, dann nimm bitte ihn. Nimm ihn. Es sind uns hier. Bitte, nimm ihn doch. Bitte, ey. Dann sind wir hier los. Es wollt ihr ihn beide nicht, ja? Ich möchte ihn nicht. Nein, ich habe zwar Gefühle für ihn aufgebaut. Das macht einfach alles blendend. Ich will nichts von dir, nichts von dir. Und von ja, wunderbar. Wollt ihr schon mal was von dir? Bitte? Ich glaube, du tickst nicht mehr richtig, ey. Denkst du, sie will dich oder was? Ja, ich schon. Stefanie muss ihrer Mutter Sabine dringend ein Geständnis machen. Sie hat nämlich einen neuen Freund. Na und? Aber als Sabine den neuen Freund ihrer Tochter sieht, kriegt sie einen tierischen Lachanfall. Der Freund ist nicht nur 23 Jahre älter als Stefanie, er sieht auch verdammt alt aus. Warum hast du denn deiner Mutter bisher deinen Freund nicht vorgestellt? Weil er eine ganze Ecke älter ist als ich. Mama guckt schon. Ja, die Frage ist ja naheliegend, nicht? Wie alt, fragt deine Mutter? 40. Oh Gott. Hier ist der neue Freund von deiner Tochter. Herzlich willkommen, Andreas. Jetzt, was? Du schüttelst deinen Kopf so. Was ist denn? Was ist denn? Nicht. Möchtest du was? Was denn? Was sagen denn deine Freunde dazu, dass du so eine junge Freundin hast? Ja, was sollen die sagen? Ein Kollege von mir hat auch eine jüngere, also ich sehe da kein Problem. Ja, aber ich meine, jetzt seid ihr noch in einem Alter, wo das ja noch gut möglich ist. Man denkt ja auch an die Zukunft. Also wenn wir jetzt mal so 10 Jahre weiterdenken oder so, kannst du dir das dann immer noch vorstellen oder ist das für dich nur so eine kurze Geschichte? Ja, ich kann es mir trotzdem vorstellen. Ja. Das kann ja noch anders werden, ne? Ja. Was ist denn das Besondere an der Beziehung für dich zu Stefanie? Fertig? Ha? Ich glaub's nicht. Lass uns doch ein bisschen teilen. Wenn ich dich jetzt wieder anspreche, lass. So. Du hast eine Macke, du hältst auf. Wieso habe ich eine Macke? Du kannst nicht normal sein. Stefanie, wie findest du die Reaktion von deiner Mutter? Hast du damit gerechnet? Ganz ehrlich jetzt? Ja. Wie peinlich.
Können wir dich jetzt ansprechen? Wie alt ist er? 40. Andreas, deine Schwiegermutter ins B ist ja ein recht lustiger Mensch. Die ist ja... Dirk ist fassungslos. Sein Lover Chris ist nicht nur auf ihn geil, sondern auch auf Geld. Und dafür macht er alles. Hier kommt nicht nur ein Geständnis, sondern gleich drei. Nacktfotos machen, Mumien pimpern und dann auch noch Max und Moritz in den Tod schicken. Das ist Platz Nummer 2. Dort ist die Überraschungstür. Bist du bereit? Eigentlich nicht, aber... Prima, dann geht's jetzt los. Das dachte ich auch voll. Auch schön. Hallo Dirk, ich wollte dir heute was sagen. Und zwar habe ich Nacktfotos machen lassen, die man auch auf Schulen und Internetseiten sehen kann. Nacktfotos hast du machen lassen? Bei einer Agentur? Was hast du dafür gekriegt? Das spielt ja jetzt wenig zur Sache. Das würde mich auch immer interessieren. Also wie viel Geld du bei deinem nächsten Job bekommen hast, wirst du uns jetzt verraten, denn wir machen weiter mit Geständnis Nummer 2. Dirk, bereit? Nee. Möchtest du es erfahren? Eigentlich lieber nicht. Wir können auch abbrechen an der Stelle. Nein. Halt dich mal zusammen. Absolute Konzentration, Dirk. Weiter geht's. Ja, Dirk, ich muss dir leider noch was sagen. Und zwar im letzten Skiurlaub, als mir das Geld ausgegangen ist, habe ich für 170 Euro mit einer älteren Frau geschlafen. Bitte, was hast du? Das ist doch das Letzte. Das ist doch das Letzte. Warum ist es das Letzte? Ich hatte keine Ahnung. Also Chris, mal eben zu unserer Erklärung. Also eigentlich bist du ja schwul. Ja. Du hast aber trotzdem mit dieser älteren Frau geschlafen. Ja. Was hat funktioniert? Mehr schlecht als recht, aber... Ja, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, hör mal, zu sagen, ach Gott, 170 Euro könnte ich mal so nebenher verdienen, jetzt gehen wir mal auf die Toilette? Nein, also es war halt, wir waren in der Gruppe unterwegs, diese ältere Gruppe hatte sich halt auch angeschlossen, es war abends auf der Hütte, mir ist das Geld ausgegangen, also ich hatte noch 4 Tage vor mir, 3 Tage hinter mir, Geld war weg und... irgendwann hat sich die Situation halt angeboten mit der Frau, die auch alleine da war. Und hast du gedacht, da kann ich zugreifen. War das eine ältere Dame? Ja. Und sonst hättest du die wahrscheinlich nicht mit... Nee, also du fandst das schon ein bisschen eklig auch. Ja. Überleg dir das, echt gut. Aber du möchtest ja nur noch auch etwas gestehen, was dir wirklich leid tut und wofür du dich auch wirklich schämst. Ja. Das ist das Geständnis Nummer 3. Dirk. Oh Gott. Und damit ist dann aber auch alles auf dem Tisch, Chris, oder gibt es dann noch irgendetwas? Dann ist alles gesagt. Was? Und dann kann sich Dirk entscheiden, ob er das akzeptiert oder nicht. Ja. Geständnis Nummer 3. Ja, leider kommt da noch was. Ich habe meine 2 Hasen vor längerer Zeit an ein Tierlabor abgegeben und habe auch dafür Geld bekommen. Das entrüstet dich wohl auch, Isabel, ne? Nee, also irgendwie fand ich das schon leid. Ui. Ich bin noch ganz sauber, sag mal, wie tief kann man noch sinken? Sag mal, bist du dir selber treu? Es gibt auch noch Tiere, das glaube ich ja jetzt nicht. Hast du für dich selber so einen gewissen Standard, was du dir wert bist und was deine Umgebung wert ist? Ich glaube, ich muss 2 Sitze jetzt auf die Seite gehen. Chris, weißt du noch, wie die 2 hießen? Oder ist Geld wirklich alles? Ja. Ja, anscheinend. Wie hießen die beiden Hasen? Max und Moritz. Max und Moritz. Hast du noch was zu sagen, bevor er sich entscheidet, Chris? Ja, auf jeden Fall. Also, es tut mir halt schrecklich leid. Und ich bin extra hingekommen, um es dir zu sagen. Und ich hoffe halt, dass wir irgendwie noch eine Möglichkeit haben. Ich weiß, es ist schwer. Bloß, ich wollte halt, dass du es weißt. Entweder du drückst auf die Fernbedienung und beendest die Beziehung. Oder du gibst mir die Fernbedienung in die Hand und sagst, okay, Schwamm drüber. Sofern er es nie wieder tut, kann ich damit leben. Komm, wir sagen. Ja! Und Platz
Nadine hat einen ekligen Verdacht. Meine Freundin Marisa hat mich belogen und beklaut. Aber Nadine, man kann ja einer Freundin vielleicht den Freund anvertrauen, aber doch nicht das Geheimnis, wo man sein Geld versteckt. Wie blöde bist du? Hier kommt unser Geständnis Nummer 1. Ja, also ich nehme an, dass meine Freundin mich beklaut hat, bei mir eingebrochen ist und mich beklaut hat. Wir waren im Urlaub in Frankreich und sie sollte auf meine Wohnung aufpassen und die Katzen füttern. Mhm. Hat das auch gemacht? Hat das auch gemacht und dann habe ich einen Anruf bekommen von ihr, dass bei uns eingebrochen wurde. Und dann sind wir natürlich gleich nach Hause. Ja, Tür kaputt, Katzen weg, das gute Geschirr von Oma, das ich geerbt hatte und ja, der Schmuck. Alles weg? Alles weg. Bargeld? Bargeld unter anderem auch, das war mein Sparstrumpf sozusagen für Notfälle. Aber weg. Ich meine, du glaubst, dass Marisa diesen Einbruch gemacht hat oder wie? Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass sie wieder irgendwas mit damit zu tun hat, weil sie auf einmal sehr viel Geld hatte, konnte sich Fernseher leisten. Das, als du wieder da warst und davor war sie chronisch pleite. Ja. Würdest du es ihr denn zutrauen, dass die bei dir einen Einbruch macht oder Kollegen von ihr oder so? Also ich würde ihr das, glaube ich, nicht zutrauen, aber dass sie das mit dem Sparstrumpf zum Beispiel, würde ich ihr zutrauen, weil sie wusste, wo der ist. War der so gut versteckt? Ja, der war sehr gut versteckt. Glaubst du, dass die normale, also ich sage mal, normale Einbrecher nicht gefunden hätten, oder wie? Das glaube ich nicht, weil doch ein sehr gutes Versteck war. Und sie kannte das? Ja, das hatten wir mal so erwähnt irgendwann. Was sagst du denn zu den Anschuldigungen von Nadine? Ja, ich finde es schon ganz schön heftig, dass sie mir das zutraut. Das, ich habe es auch gerade gesagt, ich finde, es ist ein wirklich mega heftiger Vorwurf. Das geht hier nicht mehr nur noch darum, dass sie dir 10 Euro schuldet oder so, sondern du sollst in richtig krimineller Weise bei ihr geklaut haben, eingebrochen sein. Sie sagt aber auch, und da kann ich verstehen, dass sie stutzig wird, die Einzige, die das Versteck von diesem Geld, von diesem Sparstrumpf kannte, das warst du. Mhm. Wie viel Geld war da drin? Ungefähr 1500 Euro. Aha. Du hast außerdem auf einmal sehr viel bares Geld in der Tasche gehabt, kaum dass sie wieder da war. Komischer Zufall, oder? Ja, das schon. Du hast ein Sparbuch geplündert? Mhm. Und naja, da war halt noch eine Menge Geld drauf und ich habe gedacht, naja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das halt auszugeben. Sie haben dich an den Lügendetektor angeschlossen. Mhm. Ich habe das Ergebnis hier in meiner Hand. Ich kenne die Auswertung deines Ergebnisses. Ich weiß ganz genau, ob da gelogen wurde und wenn ja, wo gelogen wurde. Ich frage dich jetzt mal, möchtest du heute hier eine Beichte ablegen? Oder ich glaube, dass es besser wäre. Ob da gelogen wurde und wenn ja, wo gelogen wurde? Ich frage dich jetzt mal, möchtest du heute hier eine Beichte ablegen? Oder? Ich glaube, dass es besser wäre. Dann sollst du die Gelegenheit bekommen. Du kannst hier beichten. Und zwar kannst du das jetzt tun. Ja, Nadine, du hast schon recht. Ich habe mit der Sache was zu tun. Die Sache ist nur die, ich bin morgens in deine Wohnung reingekommen und die Tür stand auf, die Katzen waren weg, es war alles durchwühlt und ich habe dann die Polizei gerufen, weil ich so entsetzt war, dass eingebrochen wurde. Und als ich auf die Polizei gewartet habe, habe ich halt geguckt, ob der Sparstrumpf noch da ist, wenigstens das. Und er war noch da. Und ich habe irgendwie einen Blackout gehabt und das Geld eingesteckt und so getan, als wäre das beim Einbruch mit passiert. Und ja, als die Polizei dann weg war, konnte ich es nicht mehr rückgängig machen, weil das im Protokoll mit drin stand. Und ich habe halt versucht, es irgendwie zu vertuschen und zu sagen, dass ich das nicht gewesen bin, weil ich konnte es eh nicht mehr rückgängig machen, auch wenn ich es gerne wollte. Und ja, es tut mir halt einfach leid. Ich weiß, es ist unheimlich schlimm und es tut mir unheimlich leid und ich hoffe nur, dass ich das irgendwie wieder gut machen kann. Wenn du mir die Chance gibst. Wie willst du sowas wieder gut machen? Du hast mein Vertrauen missbraucht. Absolut. Ich habe gedacht, wir wären beste Freunde. Wir waren eigentlich unzertrennlich und dann kommt so ein Ding. Ja, ich weiß nicht, was da passiert. Und dann mir auch noch ins Gesicht zu lügen und zu sagen, du hast das nicht getan. Und das Geld so
auszugeben, ohne irgendein schlechtes Gewissen zu haben und dann noch anrufen bei mir und versuchen, nein, du warst das nicht und was weiß ich nicht alles. Ja, ich kann ja verstehen, dass du sauer bist und es tut sauer, mir... Sauer kann man nicht reden. Ich bin total enttäuscht und verletzt und du weißt, dass das ein Notgroschen war. You're simply the best.